Wird es ernst oder wie ernst wird es noch? Viele Menschen stellen sich derzeit diese Frage. Wird es noch schlimmer werden? Kann es noch schlimmer werden? Und besonders in einer Zeit wie dieser, die energetisch so herausfordernd ist, dass es uns allen an die Grenze bringt und an die gefühlte Grenze. Und wir denken, wir können nicht mehr. Und gerade der Oktober, also jetzt bis Ende Oktober und auch der November, ist so intensiv, energetisch fühlbar und man meint, die Welt würde unter einer enormen energetischen Last stehen. Doch Kryon hat eine wichtige Botschaft für uns, die ich dir in diesem Video erzählen werde. Ja, die Energien sind stark, aber wir sind nicht allein. Diese Phase, die wir jetzt erleben, ist ein Teil eines größeren Plans, einer Transformation, die uns alle in die fünfte Dimension führen wird. Wir haben keine Wahl im Moment. Wir müssen durch diese Prüfungen hindurchgehen. Aber wir werden tiefer in unsere eigene Stärke hineinfinden. Und es gibt einen klaren Weg, der uns hilft, diese Zeit zu meistern. Und wenn du bereit bist, deine Perspektive zu ändern, wirst du das Licht erkennen. Ich werde dir ein kleines Energieupdate in diesem Video geben. Bleib unbedingt dran, damit du auch alle Informationen erhältst. Bevor wir jetzt mit diesem sehr wichtigen Thema beginnen, möchte ich euch gerne noch darauf hinweisen, dass wir unter dem Video einen Link eingefügt haben, wo ihr ein kostenloses Webinar machen könnt, um Kryon einmal kennenzulernen. Das ist einfach ein Angebot und ihr könnt es annehmen, wenn ihr möchtet. Klickt unten auf den Link und informiert euch kostenlos bei uns. Ja, und jetzt dieses Thema. Ich habe hellsichtige Bilder bekommen und ich habe also mal so geguckt. Ich habe auch auf Amerika, Russland und Europa geguckt und möchte gerne so euch in die Energien hineinführen oder euch teilhaben lassen an den Botschaften, die ich bekam. Und es ist natürlich sehr herausfordernd im Moment und auch ein Zuschauer von euch hat eine Frage gestellt unter einem Video mir geschrieben. Die geistige Welt hat doch immer gesagt, es würde keinen dritten WK geben, aber wir sind doch schon mittendrin. Und das möchte ich jetzt gerne hier beantworten. Dieses "Wir sind doch schon mittendrin", das wird suggeriert. Das wird jeden Tag suggeriert von den Medien, die uns auf allen möglichen Kanälen ja ihre Nachrichten bringen, sodass die Menschen wirklich in großer Not sind und in großen Schrecken sind und eine riesige Angst haben vor diesem WK, der ja unbedingt stattfinden soll, laut Gegenseite, laut Dunkelmächte. Jetzt ist es aber so, die Dunkelmächte sind nicht allein, es gibt auch die Hellen, die Lichtvollen und die haben einen ganz anderen Plan und davon spricht immer kaum jemand oder nur die spirituellen Menschen und die werden natürlich dann belacht. Aber es ist doch so und warum ist denn bis jetzt noch nichts passiert? Es gab so viele Möglichkeiten, wo dieser dritte WK schon hätte stattfinden sollen, weil die hellen, lichtvollen Kräfte hier eingegriffen haben und schon zweimal mindestens diese heftigen Dinge einfach gestoppt haben. Wir haben jetzt am Anfang Oktober durch die Sonnenfinsternis eine ganz hohe Energie gehabt und ja, ihr habt ja auch gemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt und immer erfahrungsgemäß, wenn wir jetzt mal gucken, zu solchen hohen energetischen Tagen plant die Gegenseite etwas. Ja, weil da die Energie eben sehr hoch ist und die Menschen in einen Erwachenszustand kommen könnten durch die hohe Energie. Deswegen wird da an diesen Tagen so viel Negatives gemacht, damit die Menschen erst gar nicht mehr erwachen können. Das ist der Plan. Natürlich sind wir als Lichtarbeiter hier auch tätig. Es ist ja nicht so, dass wir alles hinnehmen, sondern jeder, der jetzt auch diese Sendung anschaut, wird verstehen, was ich meine. Also höre nicht auf das, was im Außen erzählt wird, sondern sehe mit dem Herzen, bleib in deinem Herzen und
Schaue mit dem Herzen, spreche mit dem Herzen, dann wirst du sehen, dass du in dir selbst den Frieden trägst. Und den nach außen zu bringen, das ist einfach unser Ziel. Und es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen, ist ein blödes Wort, aber sehr viele Bewegungen, die für den Frieden sind. Und gerade in der Politik geschieht so viel. Es wackeln so viele Plätze und Stühle und einige sind ja auch schon gegangen. Das heißt, es bewegt sich sehr viel. Und jetzt kommen wir zu den hellsichtigen Bildern, die ich euch gerne erklären möchte. Ich sehe also immer noch diese dunkle Wand über Deutschland, über Europa, diese massive dunkle Decke, kann man sagen. Und das letzte Mal hatte ich ja da diese große Lichtsäule gesehen, die also da so eine Öffnung reingemacht hat. Dazu sind jetzt gekommen mehrere kleine Löcher auch, die mit hellem Licht gefüllt sind. Und das sind so die Hotspots, kann man sagen. Das sind die Energien, wenn Menschen zusammen meditieren, wenn Menschen zusammen beten. Das ist die Arbeit der Lichtarbeiter, also von uns, von euch. Alles, was wir in Richtung Frieden manifestieren, wird diese Decke in Licht umwandeln. Dauert so seine Zeit, aber es geschieht etwas. Das ist das, was ich ganz, ganz genau sehe. Wenn wir jetzt nach Amerika schauen, dort geht Land unter, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also die Fluten zeigen es ja, aber dieses Land hat halt sehr zu kämpfen und versucht, Geld einzutreiben über angezettelte große Kriege. Das wissen wir, das war schon immer so, aber so extrem wie jetzt oder so intensiv wie jetzt war es tatsächlich noch nie. Russland, wenn wir anschauen, ist sehr gereizt, sehr, ja, ist innerlich unruhig, zeigt nach außen relativ Ruhe, ist aber sehr auf den Punkt, kurz vor der Explosion, hält aber noch relativ gut still. Und wenn wir Ende Oktober überstanden haben, und das werden wir, kommt zwar der November, der hat es in sich auch. Der 11.11. und der 3.11., das sind Daten, wo wahrscheinlich wieder irgendwelche Dinge geplant sind. Jetzt nicht unbedingt von Russland her, sondern von der ganzen Riege der Machthaber. Und auch Russland steckt ja damit dabei. Also die informieren sich ja gegenseitig über all das, was geschieht. Und möglicherweise wird da wieder eine extreme Sache geplant, aber das heißt noch lange nicht, dass das alles stattfinden muss, denn wir haben ja gesehen, dass, wie gesagt, bis jetzt alles gut verlaufen ist und diese höhere Liebe, diese höhere Energie dann eingreift, wenn es einfach zu viel ist. Und so dürfen wir weiterhin darauf vertrauen, dass der dritte WK nicht kommt. Ich sage es euch ganz deutlich und das muss in den Herzen einfach bleiben, dieses Gefühl und dieses Vertrauen, dann schaffen wir das auch. Je mehr Menschen da dabei sind und wir beten ja auch auf Smarana, zum Beispiel gibt es Organisationen, die um 16 Uhr beten, es gibt aber auch von Smarana, wir beten immer um 20 Uhr oder man kann auch Sachen meditieren. Also wie es dir am besten passt, natürlich auch zu anderen Tageszeiten. Einfach ist es wichtig, ja, dieses Friedensgebet immer wieder zu sprechen und zwar aus dem Herzen heraus, aus dem tiefen Herzen heraus. Und ich habe auch auf Telegram öfters mal Gebete gepostet, die könnt ihr euch durchlesen und dann auch gerne benutzen. Es ist einfach wichtig, dass wir zusammenhalten und dann sehe ich eine große Chance, dass das unblutig, also alles vonstatten geht. Und die anderen Dinge, die so passieren werden, sind auch nicht ohne zu verkraften, aber die sind nicht so, dass sie ein ganzes Land kaputt machen würden, sondern das sind einzelne Naturkatastrophen zum Beispiel, die sicher leider eben geschehen werden. Mutter Erde lässt nicht alles mit sich machen. Und darüber kommt dann auch noch mal ein Video von mir. Und wir werden dann eher solchen Katastrophen entgegensehen. Also nicht jetzt nur unbedingt Naturkatastrophen, sondern auch mal Versorgungslücken und solche Dinge.
Es wird auch keinen großen Blackout geben, es wird vielleicht kleinere geben, aber es ist jetzt nichts, was uns komplett alle betreffen würde und alles lahmlegt. Das wird nicht geschehen und von daher können wir darüber sehr dankbar sein und ich hoffe, dass sich diese Lichtpunkte, die Hotspots immer mehr verbreiten und ausdehnen werden. Und dazu hilft natürlich auch Cryon mit, indem er uns ganz große Schübe, Bewusstseinsschübe von der magnetischen Liebesenergie in das Gitternetz, in das Erdgitternetz sendet. Und die Menschen, die dafür offen sind, werden das spüren und gestärkt werden. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir heute in diesem Video nochmal darüber sprechen. Und ich möchte euch auch einfach Mut machen. Mut machen bleibt in der Positivität, lasst euch nicht in Angst und Schrecken leiden, denn genau das ist es, was die anderen möchten. Und das wissen wir und von daher dürfen wir vertrauen, auch wenn es nicht einfach ist, denn nur das ist der Weg. Und ich möchte euch einfach nur versichern, der Glaube in uns, dass wir, wenn wir durch diese Zeit hindurchgegangen sind, so etwas Schönes erschaffen werden, was es noch nie gab. Das ist etwas, was das Licht und die Liebe und den Frieden stärkt. Und deswegen sind wir ja hier auf der Erde. Deswegen sind wir ja inkarniert. Und daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Und gerade in den Zeiten, wo es uns schlecht geht. Und Cryon hat da auch eine ganz bestimmte Botschaft dafür. Und Cryon hat ja auch gerade jetzt in dieser Zeit mit Smarana die Cryon Akademie gegründet. Und wer sich da hingezogen fühlt, der ist gerne willkommen und geht einfach nach eurem Herzen. Geht danach, wie ihr euch fühlt, ob euch das hilft, noch mehr in eure Kraft zu kommen, wie die Botschaften von Cryon euch aufbauen und leiten werden. Das ist etwas, was nur jeder für sich feststellen kann und auch sollte. Denn es ist gut in der aktuellen Zeit, besonders jetzt, eine Hilfe zu haben, die uns leitet. Wir haben es in der Hand. Wir können wirklich mit unseren Gedanken, und das ist das Wichtigste von allem, wir können mit unseren Gedanken alles ändern. Und es ist ja schon dabei, sich viel zu verändern. Also bleibt in eurer Mitte, bleibt in eurer Kraft. Und jetzt möchte ich euch gerne einladen, die Botschaft von Cryon zu hören. Und einfach, ich freue mich darauf und ich bin gespannt, was ihr dabei fühlt. Und schreibt mir das unter das Video. Und bevor wir beginnen, möchte ich auch noch euch bitten, abonniert meinen Kanal. Es ist kostenlos. Es kostet absolut nichts. Aber mit eurem Abo helft ihr Smarana weiter, das Licht zu verbreiten. Wir bekommen durch jedes Abo von euch eine größere Reichweite. Und mit einer großen Reichweite erreichen wir immer mehr Menschen. Und es ist so wichtig, es ist das Wichtigste überhaupt, das Licht auszudehnen und zu verbreiten. Deswegen abonniert Smarana. Und ihr Lieben, ich möchte mich auch bedanken dafür, dass ihr hier seid, dass wir zusammen lichtvolle Arbeiten machen können. Ich möchte auch allen danken, die bei mir die Webinare machen, um sich weiterzubilden und um weiterzukommen. Denn es ist äußerst wichtig, immer wieder die Anbindung an das Geistliche, die Anbindung an Gott zu haben. Smarana betet oft mit euch und Smarana bringt einfach alles, was geistig ist, die geistigen Wesen, den Kontakt herzustellen. Sie bringt das näher zu den Menschen und für mich war es so, als ich begann, spirituell zu werden, habe ich gemerkt, was mir das für einen Frieden bringt. Denn man fühlt sich nicht mehr allein und man findet auch den Weg zu Gott. Es hat nichts mit einer Religion zu tun, sondern einfach mit dem tiefen Glauben an die höhere, größere Liebe, an Gottes Schutz. Ja, und jetzt möchte ich euch also einladen zu Cryons Botschaft und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir in den Kommentaren unter das Video, was die Botschaft mit euch gemacht hat.
Meine allerliebsten Menschen, geliebte Herzensmenschen, Kryon spricht voller Liebe zu jedem Einzelnen. Und diese Liebe ist getragen von Vertrauen und Achtsamkeit. Und so strömt ein die Energie der magnetischen Liebe des Kryons und sein Gefolge. Die Energie erhöht sich sofort, nachdem Kryon bei uns ist. Geliebte Menschen, alles, was geschieht, dient einem höheren Plan. Und alles, was geschieht, wird so geschehen, wie du es selbst zulässt, wie du es manifestierst. Und dies zu erkennen, ist ein großer Schritt. Und auch weiter zu erkennen, dass du selbst der Meister bist und bestimmst, wie dein Leben sein kann, ist für manche von euch so groß, dass sie es nicht begreifen können. Aus diesem Grund bin ich bei euch, geliebte Menschen. Ich bringe so viel Energie, so viel Liebe aus einer anderen Dimension hierher in euer Universum und zu eurer Erde, zu eurer wundervollen Erde. Und dies wird, diese Energie, wird das Gleichgewicht in einem jeden Einzelnen von euch stärken. Natürlich musst du deine Erlaubnis geben, wenn du möchtest, dass dich Kryon berührt, ganz tief in deinem Herzen berührt. Und wenn du es zulässt, dass meine Liebe dich trägt und schützt, dann wirst du erfahren, dass du so viel mehr bist als ein Mensch. Und dieses Erkennen, dass du so viel mehr bist, wird dir die Kraft geben, in der jetzigen Situation eine Änderung herbeizurufen, nämlich den Frieden herbeizuführen. Und auch wenn viele andere dies nicht erkennen oder über dich lachen mögen, bleibe bei dir, bleibe in deiner Kraft, denn du bist das Licht. Du bist das Licht und der Frieden. Du bist das Licht, das die Veränderung bringt. Aus diesem Grund bist du inkarniert. Und so ist es meine Aufgabe, dich darin zu unterstützen, dir zu helfen und dir alle möglichen Werkzeuge als Hilfe zu geben, damit du wachsen kannst, damit du in deiner spirituellen Persönlichkeit dich selbst wiedererkennst und entdeckst, wie großartig du bist. Welche Kräfte in dir liegen. Und allein dieses Erkennen wird deinen Seelenweg zum Leuchten bringen und du wirst auf diesem Seelenweg sehen, was wichtig für dich ist. Du wirst genau die richtigen Schritte tun. Und wenn du es erlaubst, lade ich dich ein, mit mir die Kryon Akademie zu besuchen. Ich möchte dein Lehrmeister sein. Es kann sich jeder so entscheiden, wie es sich gut anfühlt. Und es gibt nichts, was dir vorgeschrieben werden wird, sondern du selbst wirst in deiner spirituellen Persönlichkeit wachsen und die Wege erkennen, die du gehen kannst. Mein Wunsch ist es, allen Menschen zu helfen. Und mein Wunsch ist es,
dich an das energetische Gitternetz anzubinden, durch welches meine Liebe fließt. Und die Liebe von Kryon werde ich dir nun senden. So nimm deine Hände und halte sie mit den Handflächen nach oben, damit ich dir jetzt meine Liebe hineinsenden kann. Und so fließt die magnetische Liebesenergie zu dir, um dich zu berühren, um dir zu sagen, du bist nicht allein, um dich weiter wachsen zu lassen, um dich zu schützen und zu tragen. Spüre, wie es sich anfühlt, wenn Kryon bei dir ist, und wisse, dass du alles schaffen kannst, alles schaffen wirst, dass du die Kraft hast, durch diese Zeit hindurchzugehen und dann das Schönste zu erleben, was du jemals erlebt hast, was du noch nie bisher erlebt hast. Und vielleicht entstehen jetzt Bilder in deiner Seele vor deinem dritten Auge. Und vielleicht spürst du, wie wichtig es ist, dass du diese Botschaft gehört hast. Und so beginnen die Engel deinen Namen zu singen und die Töne der Liebe und des Friedens zu übertragen. Hiam Alana Miyama. So tönt es, wenn Kryon zu dir spricht. Und so bleibe ruhig noch ein wenig in dieser wundervollen Energie, währenddessen Kryon sich von dir verabschiedet mit dem Segen des Lichtes, der magnetischen Liebe und den Wünschen für eine sehr schöne Zeit, die kommen wird. Ich danke sehr für diese Botschaft und ich danke auch dir, dass du heute hier warst. Ich wünsche euch allen wundervolle energetische Erlebnisse, ganz viel Kraft und Stärke, und wir werden es schaffen. Eure Smarana.